So, jetzt gehen wir mal einfach mal hier in den Metzgerladen rein und schauen mal, was hier abgeht. Ihr könnt ja uns jetzt mal die Metzgerin. Wir leben dabei ein. Wir arbeiten ja auch noch. Hier ist aber kalt, gell? Wir leben jetzt kalt. Gut, dass du angezogen bist. Hängt unser Fleisch. Mir ist gut, dass du jetzt hier nicht anfangen. Ist das hier ein Schwein oder? Nee, das ist ein Lamm. Ah, ein Lamm, das ist ein Kalb. Lamm, Kalb und das hier, ja, das ist ein Rind. Das ist ein bisschen größer. So, hier hängen Schweine. Da hinten halbe Schweine. Hab ich hier Pizza? Ja, für morgen. Jetzt für die alten Theke, Frikadellen. Ja, hier wird gearbeitet. Oh, hier sieht's besser. Hier ist wärmer, ja. Hier ist unser. Hier ist die Räucherkammer, oder? Hier ist die Räucherkammer. Die machen wir jetzt mal auf. Das ist ein kleines Holz für morgen schon. Guck, der raucht. Das ist so geil. Aber das ist nicht. Ja, wenn du lang genug davor stehst, ist es nicht. Ja, nicht gut. Das hier sind so unsere Räumlichkeiten. Das ist groß. Das sieht man gar nicht von außen. Hier noch weiter. Der auch gut ist. Und die ganzen Maschinen. Wo wird denn die Vollluftanlage gemacht? Die wird im Prinzip hier gemacht. Das ist unsere Füllmaschine. Da wird die Vollluftsalami. Und die machen die auch wirklich nur zu voll. Hallo, sonst wäre ja kein Vollmundsalami. Sehr cool. Ja. Und was ist da das Besondere? Ja, dass in der Vollmond nach der gestellt ist. Und da ist weniger Wasser drin? Oder? Das ist wie wenn du dir in der Vollmond nach die Haare schneiden lässt. Genau, das ist ein Ich mache das auch so. Vollmond nach die Haare schneiden, das klingt wirklich viel. Ja, du lässt dir vor allen Dingen sehr oft die Haare schneiden. Ja, du schwitzt alle einzeln. Ich glaube, du lässt dir deine Haare nur bei Mondfinsternis oder so schneiden, weil Ereignisse, die nur alle 5 Jahre stattfinden. Also wenn ich irgendwann meine Ausbildung brauche. Ja, dann bist du auch vom Fahrrad. Ja. Hey, weißt Bescheid. Hier, da geht die Vollmond zu lange los. Ja, auch. Ja. Ja, vielen Dank für die. Ja, wie gesagt, wenn du ein Praktikant oder falls mal jemand krank ist, rufe ich dich an. Dann, du siehst gut aus. Du könntest auch bei der Arbeit ein bisschen singen oder Gitarre spielen. Ja, wir haben sowieso viele Sänger bei uns dabei. Ja, vielen Dank. Das war echt gut. Das war super. Also dann, tschüss. Vielen Dank. Leute schon draußen? Nee, das läuft noch nie, der Zelt, oder jetzt? Anlassen. Also noch eine kleine Aufkühlung nach der harten Arbeit. Ja, dann auf euren Auftritt in der Metzgerei. Weltweit erster Live-Konzert in der Metzgerei. Ja. Rotweinlikör. Aber meine Frau hat gesagt, der schmeckt gut. Oder unsere Verkäuferin. Verkauft ihr auch hier, ne? Deine Verkäuferin hat ihn aus dem Urlaub mitgebracht und hat gesagt, hier, schmeckt so gut, ich muss zu meinem Laden verkaufen. Jetzt haben wir da letzte Woche da mehrere Kisten bestellt und das erste Mal, dass ich ihn probiere. Das heißt, wir spielen jetzt so lange, bis die Kiste leer ist, oder? Okay, sind ein paar Platten da. Oh Mensch, du der ist aber echt gut. Große Gitarren dabei. Weil ich sag mal, du merkst du nicht. Die Hygiene, gell? Ich hab gar nichts. Also, Leute, das kann man empfehlen. Kannst du trinken wie ein Limo. Sag mal einen Preis dazu. Mhm. Was? Ist 11,90 sind die. 11,90. Kann man auch im Internet bestellen. Ja? Ja. Ah ja. Bei euch. Oder nicht? Ja, ab morgen schon. Nee, doch nicht. Ab morgen schon. Das ist ja nicht. Nimm mal deine Funzel aus meinem Kopf hier. Funzel, warte mal, so geht's besser. So, jetzt, okay. Du hast die Knatter. Nee. Linda hat Nein. nicht die Knatter. Ja. Ah, Linda hat nicht die Knatter. Du bist blöd.